willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute machen wir drei Übungen für eine bessere Ballführung. Ganz genau. Und dafür brauchst du lediglich Markierungshütchen. Das sollte jeder Fußballer haben. Wenn du noch keine hast, kannst du unten in der Videobeschreibung schauen. Bei uns im Shop gibt es nämlich welche. In dem Sinne, legen wir los und gutes Training. Legen wir direkt los mit der ersten Übung. Hier haben wir eine Kombination aus Finden und einem engen Slalom. Beides solltest du in maximalem Tempo durchführen und bei den Finden kannst du natürlich kreativ sein. Da wird nichts vorgegeben. Sie sollte natürlich effektiv sein, schnell durchführbar sein und achte unbedingt, dass du tempomäßig wirklich an deinem Limit bist. Davon kannst du etwa 10 Durchgänge machen und dazwischen so viele Pausen einlegen, wie du möchtest. Wenn du gleichzeitig auch noch die Ausdauer trainieren möchtest, dann baue weniger Pausen ein. Wenn du nur auf die Qualität achten möchtest, dann baue mehr Pausen ein. Bei der zweiten Übung trainieren wir vorwiegend die schnellen Richtungswechsel mit dem Ball. Geh auch hier unbedingt tempomäßig ans Maximum und mach davon ca. 5 Durchgänge pro Seite. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, dann lass doch ein Like und Abo da, so kannst du uns ganz easy supporten. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me reason. I've been trying not to go off the deep end. Finden haben wir trainiert, enge Ballführung haben wir auch trainiert, Richtungswechsel auch trainiert. Jetzt fehlt noch die Ballführung mit Tempo über längere Distanz, die wir beispielsweise viel bei Konter brauchen und gerade im Training wird das oft vergessen, dabei ist es sehr sehr wichtig und du solltest diese Übung wiederum mit maximalem Tempo durchführen, so wirst du nach vorne ein gefährlicherer Spieler. Auch hier empfehlen wir etwa gesamthaft 10-mal hoch und runter. Das war's mit den drei Übungen für die Ballführung, Ballkontrolle. Jetzt liegt es an dir, rausgehen, nachmachen, dranbleiben, hart trainieren und so wirst du deine Ziele erreichen. Ja Leute, vergesst uns nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, damit ihr kein Trainingsvideo mehr verpasst. Wirklich besser werden, vorbeischauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.